Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda, Zelda Oracle of Seasons. Oh mein Gott, das war knapp ausgewichen. Immerhin ausgewichen, aber knapp. Das war richtig toll. Oh Gott. So, die kriege ich jetzt aber. Danke. Ja, im letzten Part wieder schön etwas vorbereitet. Oh mein Gott, ey. Das war auch gerade nicht so. Ja, ich sollte auch vielleicht die nehmen. Abstoßen. Und hinspringen. Dranziehen. Und hinspringen. Und rübergehen. Und hier und hoch und das. Schöne Sache, schöne Sache. Perfecto mundo. Hier können wir noch rüberspringen. Eigentlich wäre ich nicht wieder zu doof, da. Egal. Wie es aussieht, ist das sogar der falsche Weg. Denn da oben sehe ich, ja. Es ist der falsche Weg. Super toll. Die Feen holen wir uns später einfach halt. Wieder warten. Dorthin. Anziehen. Runter. Runter abschwedern. Abschwedern. Gut. Ich dachte, der andere Weg führt zum Endboss. Und der Weg führt uns zum großen Schlüssel. Aber wie es aussieht, ist es halt andersrum. Einfach nur das Teil die ganze Zeit vor uns halten. Einfach hochgehen und perfekt. Das hätte ich auch weiter von weiter weg schon sehen können eigentlich, aber okay. Einfach anziehen und ja, hinspringen und runter und perfekt. Und nein. Alter, das ist nicht dein Ernst. Ja. Dummheit tut echt weh. Egal. Das war wieder so knapp gerade, ey. Und raufspringen. Und darauf springen. Und da drüber springen. Perfekt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab auch nicht ewig Zeit. Ich lebe auch nicht ewig. Ja, könnt ihr mal sehen. Ich bin zwar so, ne, so und so, aber ewig leben tue ich leider auch nicht. Wäre ziemlich geil. Obwohl, ich glaube, das wäre auch nicht so toll, wie man sich eigentlich vorstellt. Weil, ich meine, stellt euch echt mal vor, ihr würdet ewig leben. Ihr seht einfach nur, wie eure ganzen Verwandten alle sterben. Die Kinder eurer Kinder. Die Kinder der Kinder eurer Kinder. Alle einfach. Und ihr lebt da weiter. Eure besten Freunde sterben. Ihr lebt weiter. Alter, ich glaube, das wäre echt nichts. Das wäre nicht toll. Ich kann das nicht. Nee, so ein Leben könnte ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Außer halt, die Leute um euch rum leben auch ewig. Dann wäre es vielleicht noch was anderes, so akzeptabel. Aber ich weiß nicht, so an sich wäre das, glaube ich, nichts für mich. Der Jump eben war mega, mega toll. Einfach nur, weil ich hier schon wieder diese... Wenn ich wechsle, dann habe ich diese FPS-Einbrüche. Oder wenn ich in einen neuen Screen komme oder so. Einfach rüberspringen. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Geh weg. Anziehen. Oh, das war knapp. Nicht wegsto... Alter, lol. Okay. Anziehen. Ich habe nicht schnell genug wechseln können. Okay. Anziehen. Wegschüssen anziehen. Das nochmal wegschieben. Vielleicht sind hier noch Herzen unter. Nein, sind es natürlich nicht. Und. Wo ist er? Da ist er. Das müssen wir nämlich machen, die ganze Zeit. Ach, jetzt kann ich wir sie, glaube ich, so besiegen. Obwohl das hiermit auch eigentlich leicht gehen könnte. Genau. Ich hasse diesen Boss einfach, Alter.
Einfach nur das Teil ist da. Ja, wir haben diesen... Oh, sorry, dass ich gerade so leise war, aber ich muss mich konzentrieren. Wir haben diesen Boss ebenfalls besiegt und diesen fünften Palast gemeistert. Oh, fucking yeah. Wohlige Wärme, eine Essenz der Natur. Milde Tage lassen die jungen Bäume durch wohlige Wärme an Stärke gewinnen. Oh, fuck yeah. Mann, ist das geil. Hm. Herrlich, herrlich, herrlich. Nö, 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 nö. Oh, Doki, wohlige Wärme hat mich gestärkt. Im Traum sah ich Doki in weitläufigen Ruinen. Vielleicht liegt dort eine weitere Essenz versteckt. Moms. Oh, yeah. Wir können jetzt erstmal was anderes machen. Und zwar... den Sturmkern benutzen. Denn wir wollen... zu den Goronen. Und dafür müssen wir in diese versunkene Stadt hier. Und den Weg einfach da hinschwimmen. Ja. Mehr ist es gerade nicht. Ich wurde in Skype angeschrieben. Okay. 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 Oh, dieses Schwimmen unter Wasser ist immer so nervig, finde ich, ne? Jetzt werdet ihr auch bald sehen, warum diese, ja, Juwelen, dieses X-Juwel und so ein Scheiß, alles, warum das so wichtig war. Haben wir hier unten eigentlich einen Gashakan gepflanzt? Ne, haben wir nicht, okay. Okay, 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 okay. Zack. Ich weiß nicht, was wir von denen kriegen, aber hier, oh, Martha. Na 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 na. Was brauchen wir hiervon? Nicht so vieles. Sie holt sich... Nö! Ah, fuck! Nö! Uff, du, das merke ich mir. Ja, es war mir klar, dass du das merken wirst. Tja, Martha. Aber ich bin halt schneller als du. Musst du ein bisschen flinker werden. Vielleicht ein neuer Besen oder so. Vielleicht würde es helfen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke ja. Jetzt muss ich mir nur gleich merken, welcher Weg war das nochmal bis zum Goronen-Boss, sag ich mal. Moment, können wir hier hinten eigentlich hin? Noch nicht, stimmt. Ah, okay, ja, ja, jetzt, ich weiß, welches Item wir dafür brauchen. Aber wir können auch gleich erstmal in Subralia, oder wie das heißt, etwas erledigen. Achi, ja, Nase voll, cool, mhm. Oh, eine wundervolle Schuppe für mich. Glock, glock. Ah, harmonischer Geschmack, ja. Eine Vase bekommen. Die müssen wir jetzt erstmal wieder in die versunkene Stadt bringen. Denn dort hat der eine Typ ja so ein Vasen... Na, kein Geschäft, aber so ein Vasendings halt bis da, ne? Hier können wir erstmal den Typen ärgern. Heiner, wie geht's dir? Meine schöne Höhle liegt in Trümmern. Ich muss ganz von vorne beginnen. Warum muss mir das passieren? Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich gerade Lust, das zu machen. Okay, ich muss warten, bis der explodiert ist. Hm. Oh, sind wir gemein einfach, ey, ganz ehrlich. Irgendwie sind wir echt gemein. Aber egal. Bisschen ärgern muss man böse Menschen ja, ne? Die haben sie auch ein bisschen verdient. Egal, hier, er hier will eine Vase. Ja, ja, ich weiß, du willst die Vase haben. Die Vase haben, genau. Wir kriegen Fisch. Mit dem Fisch. Ach Gott, wir haben so viel zu tun gerade. Sidequesten. Beste. Ja, beste. Ist das der Baum? Nee, das ist er nicht. Den Baum will ich. Nach Horondorf. Ich weiß nicht, ob ihr das anfangs schon so ein bisschen mitbekommen habt, aber... ich gab da ja wen. Hier ganz, ganz, ganz am Anfang sogar.
Ich weiß nicht, ob ihr den Screen, Screen sehen konntet. Ich glaube, ich war hier nicht mal bei diesem Screen. Vielleicht aber auch doch. Und zwar hier. Er will hier seine Mieze runterlocken. Aber das geht leichter mit Fisch. Wir haben dafür dieses Horn bekommen. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Ach so, hierfür brauchen wir Herbst, okay. Machen wir ein anderes Mal. Wenn ich das Spiel durch habe oder kurz vorm Ende stehe, dann mache ich eh nochmal alles. Versuche ich eh nochmal alles zu machen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Sidequest weiter. Wir gehen dann nochmal jeden Screen durch und machen dies, das, alles, was man machen kann überhaupt. Also, ja. Das wird später nochmal ein bisschen was, jeden Screen abzuarbeiten, wo man was nochmal machen konnte. Nicht unbedingt jetzt nochmal in jeden Palast gehen, aber doch schon einiges machen. Und ich spule hier jetzt vor, während ich hier durchgehe, weil das ist ja auch, ich glaube, das ist auch für euch ein bisschen nervig, wenn man hier so ewig braucht, um da lang zu rennen, ey. Ja, ich glaube das, ja. Erstmal hierhin. Und Stab der Jahreszeiten. Wir müssen Herbst machen. Frühling machen, meine ich. Herbst, ja, Herbst. Wir müssen Frühling machen, denn dann können wir wieder auf diese Blume gehen und die schleudert uns hoch. Und falls ihr euch noch erinnert, am Anfang, da, als wir zu dem vierten Palast gegangen sind, war in der Höhle ja ein schlafender, komischer Typ. Und der ist ein Pilz, den wollen wir ja irgendwie haben, ne? Und das geht am leichtesten so. Ja, möchte ich. Geil, wir haben ihn aufgeweckt. Ja, nicht Winter ganz durchgeschlafen. Ja, cool. Wir haben diesen Pilz bekommen. Den können wir gleich zu Martha bringen. So viel in der versunkenen Stadt zu tun, ey. Das ist auch schon ganz schön krass, muss ich sagen. Oh ja, ganz schön krass. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ein paar Minütchen. Ab in die versunkene Stadt. Dort gleich erstmal Winter machen. Ach ja, wir haben so viel zu tun. Soweit ich weiß, hätten wir auch vor Winter in den fünften Palast schon, vor dem vierten Palast in den fünften Palast gekonnt. Weil wir ja schon die Schwimmflossen vorher hatten. Und ja, wir brauchten nichts außer die Schwimmflossen. Deswegen. Und hier hast du den Pilz. Ja, du kannst den Pilz gerne haben. Und wir haben was? Ein Holzvogel, stimmt. Magieflasche füllen, bald ist das Geschäft wieder geöffnet. Gehen wir mal raus und gehen wieder rein. Und wir nehmen gerne eine Magieflasche mit. Herzlichen Dank, Martha. Ich guck mal kurz. Ja gut, da gibt's einfach nur wieder Magieflaschen. Und wir brauchen wieder das hier. Den Holzvogel können wir nämlich jetzt zu dem Uhrenmeister schicken in der Stadt. Zu dem Uhrenmeister geben in der Stadt. Ey. Ja. Sah stylisch aus. Wir haben auch wieder einen Ring zum Eintauschen, aber egal. Uhrenmeister. Ja, er will den Vogel haben. Genau. Ja, kannst du haben. Wir bekommen dafür Schmierfett. Oh Gott, was muss ich denn mit dem Schmierfett nochmal machen? Ach, genau, genau. 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 Soweit ich weiß. Was macht denn der Opa hier? Erzählungen berichten, ein seltsamer Gegenstand befände sich tief in Moblins Burg Verlies. Okay. Wollen wir gleich nochmal in Moblins Burg Verlies gehen? Vielleicht kommt man da jetzt noch weiter, als wir vorher schon waren. Ich weiß es nicht. Ich war da danach noch nie wieder drin. Egal, laufe geschwind, ja. Schmierfett, klar kannst du haben. Dafür kriegen wir eine nette Melodie. Diese Sache mit Moblins Verlies interessiert mich jetzt gerade. Das machen wir jetzt nochmal. Aber nur das und dann beenden wir den Part. Dafür.
Ja, doch, machen wir das so. Das geht, glaube ich, etwas einfacher. Einfach wieder hier in die schwimmende Stadt. Ah, er hat das Haus wieder aufgebaut, okay. Gut. Wenn er Spaß dran hat, kann er es gerne machen. Oh, fuck, wo mussten wir denn nochmal mit dem komischen Dings hin? Ich weiß es nicht mehr. Egal, finden wir schon irgendwie raus. Ach doch, ja klar, jetzt weiß ich wieder. Und der hat schon wieder unser Schild gefressen, ey. Ach Mensch, bin ich doof. Spring da auch mal rein in diese Teile. Ja, schon wieder. Er hat aber diesmal nichts zum Fressen. Wir gehen nochmal jetzt echt in Moblins Verlies. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da echt nochmal rein kann. Was anderes findet. Nee, okay, gut. Aber im Verlies war nichts. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, das hier ist am nächsten dran. Ja, doch, das ist am nächsten dran. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache machen eigentlich, aber nein, wir sind schon zu lange hier am Rumwürsteln. Hiermit beende ich erstmal diesen Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hey Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.